Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute einmal auf neue Transfers eingehen und auf neue Gerüchte rund um die Trainerposition. Da ist heute einiges dazu gekommen. Doch bevor ich damit beginne, möchte ich ganz kurz einmal sagen, abonniert ganz gerne den Kanal. Denn wie ihr hier seht, da sind noch viele Leute, zwar täglich mein Video schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne diesen Kanal. Und sollte euch dieses Video gefallen, dann könnt ihr auch ganz gerne ein Like nach oben geben. Und ich würde sagen, labern wir gar nicht so lange rum, sondern fangen wir direkt an. Ich habe direkt einen Transfer zu verkündigen. Und zwar einen fixen Transfer zu Hertha BSC. Und zwar handelt es sich dabei um Fredrik André Bjørkan vom norwegischen Erstligisten FK Bodø Glimt. Der Linksverteidiger, der 23-jährige Linksverteidiger, wechselt von Bodø Glimt zu Hertha BSC im Winter ablösefrei. Ab dem 01.01.2022 wird er sich in den Dienst unseres Vereines stellen und man muss es sagen, er ist meiner Meinung nach ein wahnsinniger guter Transfer. Es ist ein Transfer, womit man nichts falsch machen kann, weil er ist einfach kostenlos und seine Leistungen aktuell sind wahnsinnig gut. Er ist norwegischer Nationalspieler aktuell und bedient Haaland. Und darüber hinaus muss man sagen, dass er bereits in den Elite-Serien jetzt in 27 Spielen 6 Vorlagen gegeben hat und ein Tor bereits geschossen hat. Das heißt, er ist ein wahnsinnig talentierter und vielseitiger Außenverteidiger, der nicht nur defensiv stabil steht, mit einer guten Zweikampfquote sich behauptet, sondern zusätzlich auch noch scharfe Flanken schlägt und unter anderem auch noch gute Flachpässe setzen kann. Also meiner Meinung nach könnte er auf der Linksverteidigerposition hinter Plattenhardt oder vor Plattenhardt meiner Meinung nach, hinter Mittelstädt, sich gut dort einleben. Und meiner Meinung nach wäre das ein richtig, richtig guter Transfer. Ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Es gibt 2 neue Trainergerüchte. 2 Trainer könnten zu Hertha BSC am Ende der Saison wechseln. Und zwar handelt es sich natürlich einmal um Roger Schmidt. Roger Schmidt trainiert gerade die PSV Eindhoven, einen niederländischen Erstligisten. Und ja, er ist ein 54-jähriger Trainer, hat bereits schon in Leverkusen, in Paderborn und bei RB Salzburg bewiesen, dass er ein guter Bundesliga-Trainer sein kann. In dieser Saison in 26 Spielen schon 17 Siege geholt, hat ein wahnsinniges offensives Spiel dort installiert und ist nach Marc van Bommel in PSV Eindhoven ein wahnsinniger Hoffnungsschimmer und ja, hat eine durchschnittliche Punktequote von 2,12 und ist in der Europa League da und dort liefert er gerade gute Leistungen ab und meiner Meinung nach wäre Roger Schmidt eine richtig gute Alternative. Erstens, in Deutschland kennt er sich bereits aus. Er kennt aus Leverkusen, aus seiner Bundesliga-Zeit ganz genau, wie das hier abläuft. Und zweitens ist er ein wahnsinniger Motivator. Und zusätzlich hat er auch noch eine scharfe Offensivtaktik teilweise installiert. Und ich glaube, dass er wahnsinnig gut zu uns passen würde. Im Gegensatz zu unserem zweiten Kandidaten. Und zwar hat Freddy Bobic offenbar auch laut einem Bildbericht die Augen auf David Wagner gerichtet. David Wagner könnte möglicherweise am Saisonende zu uns wechseln. Ja, David Wagner hat bei Schalke in der ersten Halbserie echt gute Leistungen gezeigt, hat dort angefangen, einen guten Spielstil zu entwickeln, aber dann ging alles auf einmal den Bach runter. Auf einmal nach dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha ging alles den Bach runter. Niederlagen um Niederlagen und er konnte sich nicht mehr aufrappeln und ähnlich sieht es gerade fast auch in den Young Boys Berns aus. Denn die Mannschaft trainiert er aktuell und er hat in 27 Spielen mit einem Anführer der Schweizer Mannschaft, mit einer Titelkandidaten in der Schweizer Mannschaft, hat er schon 7 Niederlagen und 7 Unentschieden und nur 13 Siege und hat eine durchschnittliche Punktquote von 1,7. In der Champions League präsentiert er sich nicht gut genug, hat dort in 5 Spielen 3 Niederlagen geholt und wird dort höchstwahrscheinlich nicht mehr in die nächste Runde einziehen. Und auch im Schweizer Cup sieht man durch die Niederlage zuletzt, dass es da nicht so ganz rund läuft. Und meiner Meinung nach könnte David Wagner sich nicht nochmal hier in der Bundesliga eine Chance kreieren. Er hat es in Huddersfield ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Aber ich finde einfach, dass vor allem dass erstmal in den Medien wieder ganz anders hochgespielt werden würde. Hier wäre kaum Ruhe im Verein. Man holt sich den nächsten Unglücksrahmen in den Verein. Und David Wagner, so gerne ich ihn auch menschlich schätze, glaube ich nicht, dass er zu Hertha passt. Sein Spielstil passt irgendwie hier nicht so gerne hin. Sollte es aber trotzdem irgendwie dazu kommen, gebe ich ihm natürlich eine Chance. Genauso wie ich jetzt Typhoon Korkut eine Chance gebe. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Rune Jahrstein hat sich leider verletzt. Muss sich jetzt wieder einer kurzfristigen OP unterziehen und hoffen wir, dass er schnell zurückkommt. Und was gibt es sonst noch sozusagen? Typhoon Korkut hat aktuell Trainingseinheiten absolviert, 75 Minuten und sagt den Spielern, dass sie die Bälle fordern sollen, dass sie zusammenhalten sollen. Und das ist jetzt erstmal das Ziel der ersten Trainingseinheiten. Und ich
bin gespannt, wie das Spiel am Sonntag läuft, was ich natürlich wieder livestreamen werde. So, das sind jetzt die News der Woche ganz kurz zusammengefasst, was jetzt hier heute passiert ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und tschüss.